Eine Soundbar kannst du auf verschiedene Art und Weise mit deinem Fernseher verbinden. Das geht mit einem HDMI-Anschluss, einem optischen Anschluss, analog und kabellos. Gut zu wissen ist auch, dass du alle Marken miteinander kombinieren kannst, wenn du die Soundbar bekabelt angeschlossen hast. Die meisten Fernseher haben einen optischen Anschluss, damit kannst du deine Soundbar also an fast jeden Fernseher anschließen. Über den optischen Eingang kann ein 5.1 Surround Sound übertragen werden und die Klangqualität ist gut. Wenn du die beste Klangqualität willst, zum Beispiel Dolby Atmos, dann solltest du deine Soundbar über einen HDMI-Eingang verbinden. Dadurch werden mehr Daten übertragen und der Sound ist besser. Beachte, dass dein Fernseher hierfür einen HDMI-ARC-Anschluss braucht. Du kannst deine Soundbar auch analog anschließen, davon raten wir dir aber ab. Damit hast du nämlich nur Stereo-Sound, also weniger gute Klangqualität. Ein kabelloser Anschluss über WLAN oder Bluetooth ist möglich. Ich persönlich bevorzuge aber immer HDMI, weil bei einer kabellosen Verbindung Verzögerungen in der Übertragung auftreten können. Es sei denn, die Soundbar ist spezifisch hergestellt für die kabellose Verbindung. Dabei muss es aber auch so sein, dass Soundbar und Fernseher die gleiche Marke haben.